Du willst mehr wissen über Reinigungspinsel, über Bürsten, über Schwämme für die Autopflege. Wir haben über 20 dieser verschiedenen Reinigungshelfer für die Autopflege im Programm. Und wenn dich das interessiert, herzlich willkommen bei Chemical Shark, dem Online-Shop und auch Ladengeschäft für Autopflege aus Limburg an der Lahn. Schön, dass du dabei bist. Ja, egal ob im Innenbereich, im Außenbereich, ob an Alcantara, ob an Kunstleder, ob an Leder, ob an Polstern. Es gibt in unserem Sortiment sehr, sehr viele Bürsten und Pinsel und die will ich euch in diesem Video einfach mal kurz erklären. Einfach Hersteller für Hersteller mal die Unterschiede darstellen. Das Ganze nehme ich auf mit der GoPro, das heißt, ihr könnt es auch im Detail sehen, zusammen mit meinen Wurstfingern. Und es gibt natürlich auch einige Pinsel bzw. Bürsten, die gar keine Bürsten oder Pinsel sind, sich aber im Deutschen oder im Englischen so nennen. Und deshalb wollen wir einfach mal einsteigen. Wir fangen an beim Hersteller Wellet Pro. Das Gute an dem Hersteller Wellet Pro ist, diese Bürsten werden ausnahmslos in England produziert. Das heißt, egal ob jetzt aus Holz oder mit einem Kunststoffgriff, die sind schon sehr, sehr hochwertig und halten wirklich sehr, sehr lange. Sie sind sehr, sehr resistent. Sie sind auch schon seit Jahrzehnten oder seit vielen Jahren in der Autopflege bekannt. Und die erste Bürste wäre die Dash Brush Nummer 10, also Number 10, die haben also Bezeichnungen bei dem Hersteller Wellet Pro. Die Number 10 ist derzeit nicht lieferbar, kommt aber in Kürze wieder rein. Blende ich euch einfach mal ein. Im Grunde genommen vergleichbar mit der etwas größeren Large Sage Brush Number 16, also die Nummer 16. Und das ist im Grunde genommen eine Bürste, die könnt ihr im Innenbereich verwenden und könnt ihr praktisch Verschmutzungen damit ausbürsten und dann aufnehmen. Ihr könnt sie auch einsetzen mit dem Interior Detailer im Außenbereich, könnt ihr sie auch einsetzen mit dem Snowform oder mit einem APC. Das hält die Bürste alles aus. Ideal ist auch für Embleme. Ihr habt da eine gewisse Abrasivität. Sieht man auch noch mal in diesem Video, was ich euch einblende von der GoPro. Also das heißt hier eine handliche und interessante Bürste für allgemeine Reinigungsarbeiten. Und dadurch, dass das jetzt hier ein Pferdehaar oder ein Tierhaar ist, ist es so, dass diese auch relativ günstig ist. Die Nylon- bzw. chemisch resistenten Bürsten von dem Hersteller Wellet Pro heißen alle Chemical Resistant Brush. Und die erste Chemical Resistant Brush ist dann die kleine, die heißt dann Brush 35. Und die hat weiße Borsten. Im Grunde genommen könnt ihr euch daran orientieren, wenn ihr weiße Borsten habt von Wellet Pro, sind das die, ich sage mal, weniger abrasiven. Das heißt, also, sie sind schon chemisch resistent, aber sie sind wesentlich sanfter als die vollständig chemical resistant Brush. Also das heißt, die nicht weißen, sondern die blauen. So, da gibt es dann auch wieder genauso wie bei den normalen Tierhaarborsten eine Version, die etwas dünner ist. Und dann gibt es das Ganze dann nochmal als BRU 34 etwas kräftiger, ne? Auch sehr, sehr lang. Und diese Bürsten eignen sich, wenn ihr dann starke Reiniger einsetzt oder auch zur Felgenreinigung oder zur Reinigung vom, sagen wir, vom Auspuff-Endrohr zum Beispiel, wenn ihr mit dem Kronos arbeiten wollt von Labo Cosmetica oder wenn ihr auch bei der Felgenreinigung, ist es auch sinnvoll, diese hier einzusetzen. Das heißt also in dem Fall die zwei Chemical Resistant Brush, aber als Ultra-Soft-Varianten von Wellet Pro. Dann gibt es die Chemical Resistant Brushes nochmal in einer etwas stärkeren, etwas abrasiveren Version. Das sind dann diese in Blau. Grunde genommen der Anwendungszweck dann auch der gleiche, wenn ihr mit stark chemischen Reinigern praktisch dem Schmutz zu Leibe rückt oder auch bei der Felgenreinigung. Also da sind auch diese Bürsten von Wellet Pro, die blauen, nochmal eine Version härter, nochmal eine Version abrasiver auch. Muss man dann je nachdem entscheiden, welche man dann einsetzt. Eine Bürste, die sich ehrlich gesagt leider nicht gut verkauft, aber total unterschätzt wird, ist diese Bürste mit dem Holzgriff. Also das ist auch im Grunde genommen die gleiche Phase, chemisch resistente Bürste für die Felgenreinigung. Mit Holz könnt ihr halt kaum oder selten Kratzer erzeugen und dadurch, dass die nicht so fürchterlich lang ist, kommt ihr ganz gut hin und der Griff ist trotzdem breit genug, dass ihr mit dieser Bürste sehr, sehr gut arbeiten könnt. Das heißt, ihr könnt damit sehr, sehr gut
auch habt ihr eine ganz gute Handkontrolle darüber und könnt mit dieser Bürste sehr, sehr gut Felgen reinigen. Ja, ich glaube, sie ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wie gesagt, Geheimtipp für die Felgenreinigung, hält auch ewig die Holzbürste von Valet Bro, BRU oder Bru, je nachdem, wie man will. 18 ist das. Dann hat der Hersteller Valet Bro auch noch Bürsten im Programm für Polster. Also das heißt im Grunde genommen, das hier wäre eine Polsterbürste, könnt ihr im Innenbereich einsetzen. Damit könnt ihr aber auch, die ist relativ abrasiv, damit könnt ihr aber auch Polster oder Verdeckelreinigung vom Cabrio. Ne? Also das heißt, dafür ist diese Bürste auch sehr, sehr gut geeignet. Dadurch, dass die Borsten hier etwas länger sind, sieht man hier, glaube ich, auch ganz gut in dem Video, ist das eigentlich auch ganz gut geeignet, um dort nicht übertrieben abrasiv vorzugehen. Ne? Also das heißt, diese Bürste ist auch interessant für Polster, Teppiche und auch für Verdeck, zur Verdeckreinigung. Also das heißt, im Innenbereich und im Außenbereich geeignet. Dann gibt es von Valet Bro eine Lederbürste. Ich muss sagen, die gefällt mir eigentlich weiterhin sehr, sehr gut, auch wenn wir mittlerweile immer weniger, also in der privaten bzw. hinten bei Experimenten in der Lederreinigung mit Bürsten arbeiten, die aus, also praktisch mit Lederbürsten arbeiten. Aber wie gesagt, weiterhin interessant, diese Lederbürste hier von Valet Pro, mit der ihr also Nylon habt, relativ sanftes Nylon, mit der ihr auch sehr, sehr gut Leder reinigen könnt. Zur Lederreinigung kommen wir gleich nochmal, auch weshalb wir das immer weniger einsetzen. Die Bürste verkauft sich halt trotzdem, so ein bisschen auch Fragestellung, aber wie gesagt, mit dieser Bürste könnt ihr Leder und Alcantara sehr, sehr gut reinigen. Wir gehen mittlerweile immer mehr zur Reinigung mit dem Schwamm, aber diese Bürste funktioniert trotzdem sehr, sehr gut und ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist sehr, sehr teuer, aber sie ist auch für mich persönlich die beste, wo der zusammen mit der von Brasch, von Braun, also von Brasch.com, die Bürste, die am besten funktioniert. So, dann gibt es noch, ja, ich sag mal, sind keine Bürsten, sind auch keine Pinsel, aber es sind Tupfer für den Innenbereich, wo ihr dann auch eine Versiegelung zum Beispiel aufbringen könnt. Im Außenbereich ist auch ganz gut so Kühlergrillarbeiten oder sowas. Die Valet Bro Foam Brush, also Schaumstoffbürsten, so nennt der Hersteller sie offiziell, sind jetzt hier auch mit so einem Holzgriff. Und dann habt ihr anschließend hier gute Möglichkeiten oder ideal geformt, sodass ihr in jede Ritze, auch in die Lüftungsbereiche, so vom Auto wunderbar mit diesen Bürsten hier reinkommt. Und damit sind wir auch jetzt, was den Hersteller Valet Bro angeht, komplett durch. So, kommen wir zum Hersteller Braun. Beim Hersteller Braun ist es so, dass es ja die Wheel Woolies gibt, also im Grunde genommen Reinigungsbürsten, Pinsel für die Felgen oder auch für den kompletten Innenbereich, also für den kompletten Radbereich. Damit könnt ihr auch mit diesen abgewinkelten Versionen oder auch mit der geraden Version die Speichen sehr, sehr gut reinigen. Das funktioniert hervorragend. Wer es schneller will, der kann das Power Wooly nehmen, also auch hochinteressante Bürsten. Aber es soll jetzt nicht um Felgenbürsten gehen, sondern wir wollen uns um die Produkte, die wir von Brasch haben, also von Braun, die wir von Brasch haben, beschäftigen für die Reinigung von Leder. Zum Beispiel gibt es die Lederbürste aus Pferdehaar, auch wie gesagt etwas abrasiver als jetzt ein Schwamm, aber sehr, sehr groß und preislich auf dem gleichen Niveau wie diese Bürste von Valet Bro, aber ich habe eine wesentlich größere Fläche. Also das heißt auch, dort wird auch 100% Amerika produziert, hat einen sehr, sehr weichen Kunststoff, also das funktioniert auch sehr, sehr gut mit der hier zu reinigen, ist auch sehr, sehr sicher. So, dann gibt es die gleiche Bürste mit einer abrasiven Nylonfaser, die auch sehr, sehr hart ist. Das ist auch wieder so eine Polsterbürste, beziehungsweise für Alcantara wird die wohl auch funktionieren. In den meisten Fällen, je nachdem, was es für oder wie weich der Alcantara-Stoff ist, aber das ist auch dafür, ist diese Bürste auch geeignet.
Ein bisschen Nachteil sehe ich da drin, wenn ihr jetzt Alcantara reinigt, dass diese Bürste halt unheimlich viel von der Reinigungsflüssigkeit schon aufnimmt. Also das ist wahrscheinlich dann doch eher eine Polsterbürste oder für den Außenbereich Verdeckbürste. Auch hier eine sehr, sehr gute Reinigungsleistung in kürzester Zeit zu erzielen. Und generell ist es so, diese zwei Bürsten für Polster, Teppiche und auch fürs Leder von der Firma Braun bzw. von Brasch sind sehr, sehr beständig. Also mit denen, die kauft ihr einmal und dann könnt ihr sie eigentlich immer verwenden. Also das funktioniert auch sehr, sehr gut. Nächste Bürste, haben wir nur eine Bürste im Programm, neben den Felgenbürsten, die wir jetzt hier nicht zeigen, sondern es geht hier nur um die Interieurbürsten von Gion. Eine kurze Lederbürste, mit der ihr Leder reinigen könnt. Die funktioniert auch ganz gut, auch die Form liegt sehr, sehr angenehm in der Hand. Also in dem Fall hier von Gion die Lederbürste, auch für den Innenbereich eine gut funktionierende und sehr, sehr lange haltbare Bürste. Sehr, sehr stabiles Produkt. Dann, und da musste ich mich jetzt selber so ein bisschen aufklären lassen, von McWires. Von McWires haben wir neben den Felgenbürsten oder auch Reifenbürsten die Dash Trim Brush. Die hat einen Sidelock, also das heißt, man kann die hier verstellen und durch diese Verstellung die den Ausschlag, sage ich jetzt mal im Grunde genommen, von diesen Reinigungsborsten, die super weich sind, verändern. Das Interessante an dieser Bürste ist, die ist dann auch für den Innenbereich, damit kommt ihr eigentlich überall hin. Das heißt also, ihr könnt hier, wie es abgebildet ist, diese Lüftungsschlitze sauber machen, ihr könnt den ganzen Innenbereich damit sauber machen, könnt auch damit super alles abstauben und durch diese Verstellung hier könnt ihr im Grunde genommen die Schärfe verändern, mit der die Bürsten auf das Material auftreffen oder wie die dort reagieren. Und die gab es früher schon mal. Wie gesagt, war mir jetzt auch neu, so lange sind wir dabei, aber die gab es wohl vor 5-6 Jahren schon mal oder noch längerer Zeit und jetzt hat man die wieder aufgelegt. Erfreut sich auch großer Beliebtheit, ist auch hier unten im Ladengeschäft bei uns super, wird super angenommen. Wer sie einmal in der Hand gehabt hat, sie ist teuer, klar, aber sie hat Eigenarten oder sie hat einen eigenen Stil und funktioniert auch sehr, sehr gut. Also wer Innenbereich öfter mal großflächig reinigen will oder schnell reinigen will mit dem Staubsauger und der Zuhilfenahme einer Bürste, rechten Hand die Bürste oder umgedreht in der linken Hand dann direkt hinterher saugen, der hat also mit dieser Dash and Trim Brush eine sehr, sehr interessante Bürste oder sehr, sehr gut funktionierende Bürste in der Hand. So, dann kommen wir zu dem Unterkapitel, was wir jetzt aufmachen müssen von McWires Bürsten und Pinsel, ich sage es mal im falschen Körper oder einfach eine andere Art Reinigungs- oder auch Auftragshilfen. Da gibt es noch diese Detailing Swaps von McWires. Die sind jetzt auch wieder da, die waren lange Zeit nicht lieferbar, sind jeweils 10 Mini drin und 10 große drin. Also wie gesagt, wenn man da so Bereiche hat, jetzt zum Beispiel den Einzug vom Fenster, das sind so Bereiche, die man hier mit denen hier super reinigen kann, sind auch chemisch resistent und funktionieren sehr, sehr gut. In dem Fall ist das hier eine Art Mikrofaser oder Filz. Und beim Hersteller, hier haben wir ein ähnliches Produkt, etwas großflächiger, ist es aber Schaumstoff. Ne? Also das heißt, den Unterschied muss man sich halt merken. Bei denen ist es halt eher dünn, ich komme überall damit rein und ich habe hier eine Mikrofaser bzw. einen Filz und hier habe ich einen Schaumstoff. Das ist auch von der Reinigung oder vom Handling her ein gewisser Unterschied. So, bei Wheelwullis, müssen wir wieder zurückkommen zu Wheelwullis, habe ich eine Sache vergessen und zwar die sogenannte Wendbrush ist paar 60 cm lang. Link findet ihr unten in der Beschreibung, da steht es dann nochmal im Detail drin und ist dann dieser Wheelwullis Filz, der chemisch resistent ist, sehr, sehr gut sich dann auch nochmal zusammenpressen lässt, so dass ihr eigentlich auf dem Niveau seid von dem Stab alleine. Und der ist dafür geeignet, dass ihr hier einen Reiniger aufbringt, APC oder Interior Detailer, und damit in die Lüftungsschlitze reingeht, ne? Damit ihr die dort sauber machen könnt. Manchmal mehr so einen Müffelgeruch oder sowas. Und das könnt ihr damit reinigen oder dass es auch so ein bisschen rausstaubt oder sowas. Das sind also Sachen, die ihr hiermit relativ problemlos entfernen könnt. Das Ding ist super flexibel,
funktioniert sehr, sehr gut. Ja, und wer sie einmal gehabt hat, der will sie auch nicht mehr missen. Wir haben immer wieder Leute, die anrufen und sagen, habt ihr das Ding wirklich auf Lager? Ja, haben wir auf Lager, beziehungsweise liegt hier im Ladengeschäft. Und ja, wie gesagt, deshalb auch diese Wendbürste oder Wendwheel-Wulli ist auch sehr, sehr sinnvolles Produkt. Man darf es natürlich nicht übertreiben mit den ganzen Bürsten. Es kommen jetzt noch ein paar weitere, aber man darf es nicht übertreiben. Aber wir haben alles da. Ihr könnt euch selber überlegen, was man braucht. Gibt es natürlich dann auch Preisunterschiede, je nachdem, was es für einen Zweck ist, beziehungsweise wie resistent die Borste oder Mikrofaser ist, die man dort einsetzt. So, damit sind wir mit Wheel-Wullis durch. Kommen wir zum nächsten Hersteller, Mazers. Mazers hat Felgenbürsten mit einem interessanten Griff. Da gibt es mehrere. Da gibt es die Contoured Tire Brush. Die ist im Grunde genommen konturiert. Die haben wir jetzt auch nicht hier, blende ich euch aber ein, konturiert, damit ihr die Reifen reinigen könnt. Ne? Also es gibt ja verschiedene Reifenreiniger. APC tut es auch, G-Technik W5, also das heißt G-Technik APC oder auch den Brakebuster, mit dem könnt ihr die Reifen auch reinigen. Von Gion gibt es den Tire Cleaner und. Und diese Contour-Bürste ist also nur für die Reifen, nur für das Gummi da. Und dann gibt es noch diese Felgenbürsten, die könnt ihr verwenden für den Reifen und auch für die Felge. Die sind hier aufgesplissen am Ende, das heißt, das ist von der Abrasivität her auch in Ordnung. Natürlich jetzt hier bei schwarzem Hochglanz würde ich da auch ein bisschen aufpassen, vielleicht dann eher auf eine Mikrofaser gehen oder auf eine andere sanftere Bürstenart oder auch einfach mit dem Tuch reinigen, je nachdem wie die Felge beschaffen ist, aber diese Bürsten hier funktionieren sehr gut. Die gibt es einmal in klein und dann, wenn ich noch zum Beispiel in den Radkasten rein will, gibt es hier auch noch mal in groß und kann die aber trotzdem dann auch so halten. Also habe ich im Grunde genommen das Gleiche. Sehr, sehr gut hier vom Griff her, kann man sehr, sehr sicher, sehr, sehr angenehm damit arbeiten. So, jetzt kommen wir zur letzten eigentlichen Bürste. Läuft auch bei uns unter dem Bereich Felgenbürste. Ich habe es aber jetzt trotzdem hier in die Auswahl mit reingenommen, weil es hat so ein bisschen Sonderzweck. Diese Go von EZ, also von EZ Detail, auch in Amerika produziert, weil die Go, die gibt es auch nur in Blau, die anderen gibt es in Blau und in Rot. Die Go hat halt den Vorteil, dass ich damit also auch beim Motorrad verschiedene Dinge reinigen kann und somit eigentlich Art eher eine Reinigungsbürste ist für Motorrad oder für ganz besondere Formen von Felgen. Und da ist sie auch wieder chemisch resistent, super weiche Borsten. Wenn die mal die Form verlieren oder sowas, kann man die einfach unter heißem Wasser wieder ausspülen. Halten auch ewig interessante Bürste für spezielle Reinigungszwecke, aber eher weniger eine Felgenreinigungsbürste, deshalb jetzt hier in der Auswahl mit dabei. EZ Detail bzw. EZ Go Reinigungsbürste bzw. Klobürste, sagen wir mal. Ne? Detailing, Form einer Klobürste. So, jetzt kommen wir zu weiterem Spezialbereich von Bürsten. Fangen wir mal an mit der Firma Phoenixa. Phoenixa hat Tupfe, also im Grunde genommen auch Arbeitshilfen zum Reinigen bzw. zum Auftragen oder auch zum Ausbessern. Diese sind relativ universell, gibt es jeweils im 100er-Pack, sind auch chemisch gegen die gängigen Lösungsmittel resistent und haben hier vorne so eine Art Mikrofaser bzw. wie so eine Art Pinselkopf und mit dem könnt ihr sehr, sehr genau arbeiten, könnt ihr auch auflegen, also wie mit einem Stift, sage ich jetzt mal, könnt ihr damit auch kleine Lackschäden austupfen, Steinschläge und so weiter. Sind auch Bestandteil von unserem Steinschlag-Reparaturset, beziehungsweise auch für den Klarlack zum Aufbringen. Interessant für den UV-Klarlack von der Firma Phoenixa. Diese Touch-Up-Tipps sind in verschiedenen Kopfgrößen verfügbar. Ich glaube von 1 bis 2 mm. Das beliebteste ist 1,5. Wie gesagt, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und damit habt ihr dann auch nochmal eine ganz spezielle Art an Pinselbürste, wie man es auch immer bezeichnen mag. So, kommen wir zum Thema Ledermax.
Ledermax sagt, für die Reinigung von Leder wäre es sinnvoll oder ist es sinnvoll, Lederreinigung durchzuführen mit sogenannten Lederreinigungsschwämmen, beziehungsweise dann auch anschließend die Pflege, also die Lederpflege nach der Reinigung aufzutragen mit einem Schwamm. Ich muss sagen, ich war da am Anfang skeptisch, habe dann verschiedene Tests durchgeführt und muss wirklich sagen, er hat recht. Beziehungsweise die Firma Ledermax, also der Herwig und der Daniel, sie haben recht, weil mit einem Lederreinigungsschwamm, wie er von der Firma Ledermax sehr, sehr günstig übrigens angeboten wird, könnt ihr sparsamer und auch weniger abrasiv das Leder reinigen und die Reinigungsleistung ist trotzdem besser. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mittlerweile auch großer Fan dieses Lederreinigungsschwamms von der Firma Ledermax. Der wird verwendet für Lederreinigungsprodukte, also zum Beispiel für den Lederreiniger 1.1, 1.0 von Ledermax. Der wird verdünnt. Das heißt also, der Schwamm wird auch immer in Verbindung mit Wasser eingesetzt. Es gibt jetzt demnächst bei uns noch einen Foamer, mit dem ihr den Lederreiniger, also das heißt den 1.1 oder 1.0, schäumend auftragen könnt. Aber trotzdem ist dieser Schwamm immer feucht. Das heißt also, ihr verwendet diesen immer mit Wasser. Und das hat halt den Vorteil, dass ihr, könnt ihr euch aber auch anschauen in unserem Video, beziehungsweise im Video, was ich gemacht habe, zum Thema Lederreinigung und auch Lederpflege beziehungsweise Versiegelung. Er wird praktisch angefeuchtet und danach wird der Reiniger aufgebracht. Das Ganze wird dann aufgeschäumt und dann in kreisenden Bewegungen das Leder gereinigt. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut und ihr habt auch dann direkt den Schmutz hier im Schwamm. Den könnt ihr dann wieder auswaschen, den Schwamm, und danach wieder einfach weiterverfahren. Das heißt, einfach weiterarbeiten. Bei der Bürste ist es ja vielleicht doch etwas umständlicher und eine Bürste ist abrasiver und eine Bürste reinigt nicht so intensiv wie ein Schwamm. Ist zumindest das, was ich herausgefunden habe. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt, andere Meinung seid, gern unten in die Kommentare reinschreiben. Ich beantworte jeden Kommentar, der sinnvoll ist, oder jede Frage, die sinnvoll ist, wird gerne beantwortet. So, dann gibt es noch zum Auftragen den Reinigungs- beziehungsweise den Auftragsschwamm von Ledermax. In dem Fall ist der etwas feinporiger. Die Schwämme werden von Ledermax oder lässt die Firma Ledermax produzieren, schneidet die aber selbst. Das ist eine komplett eigene Schwammentwicklung im Grunde genommen und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und das ist im Grunde genommen der Auftragsschwamm, bei dem ist dann auch so, da könnt ihr dann auch wieder kreisend diese Produkte, diese Versiegelungsprodukte wie Ledersoft oder auch den Leder Conditioner von Ledermax einarbeiten. Funktioniert natürlich auch mit anderen Produkten. Also generell, wenn ihr auch schon vielleicht ein anderes Lederprodukt habt oder euch was anderes anschaffen wollt, ist es trotzdem sinnvoll, mit dem Lederschwamm zu reinigen. Auftragen könnt ihr dann zum Beispiel auch mit der Detail Passion Bürste, die es ja bei uns im Shop zu einem ganz, ganz guten Kurs gibt. Das ist auch eine Interieurbürste, mit der könnt ihr auch außen mal sauber machen im Emblem, aber eigentlich von der Art, wie sie gebaut ist, super weich, ideal zum einerseits Auftragen von dem Ledermax Conditioner oder auch zum Reinigen im Innenbereich die Bürste von Detail Passion, die ich eben kurz vergessen hatte. So, dann haben wir noch ein Spezialprodukt, nennt sich auch Brush, beziehungsweise der Markenname ist Brush, die Lily Brush, das heißt die Bürste, ja, Bürste kann man nicht sagen, es ist im Grunde genommen hier eine Gummikante, die mit einem dreifachen Wirkprinzip hier arbeitet, statische Entladung von dem Stoff zu dem entsprechenden Hunde- oder Tierhaar, dann Unterdruck, der an der Kante aufgebaut wird und dann die reine Abrasivität, also ja reine Zusammengehen von den Haaren. Das ist also hier alles mit der Lily Brush möglich. Und deshalb auch die Lily Brush jetzt hier in diesem Sortiment der Helfer mit dabei. Das soll es gewesen sein mit unserer Vorstellung von Bürsten, Pinseln, Schwämmen zur Reinigung ohne Felgenbürsten. Da kommt noch demnächst ein Spezial zum Thema Felgenbürsten. Und wenn dich Videos dieser Art interessieren, hinterlass ein Abo, hinterlass ein Like, hilf uns, damit der Kanal ein bisschen weiter wächst.
Nächstes Ziel sind die 1000. Das wird ein bisschen länger dauern. Oder ihr hilft uns bei 1000, kann ich jetzt schon versprechen, hauen wir ein richtig schönes Gewinnspiel raus. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Bis bald. Ciao, euer Stefan vom Autopflegeshop online und Ladengeschäft aus Limburg an der Lahn. Macht's gut.